So. Da ist eine kleine Schatzkammer. Da müssen sie rumlaufen. Alles gut. So. Dann hier unten hatte ich angefangen. Hier soll die Tüftlerhöhle hin. Braukessel. Achso, das müssen wir auch noch. So, Tüftlerhöhle. So. Da habe ich schon wieder ein zu viel gemacht. Machen wir hier einfach größer. So, und dann... Nee. Nee. Das Spiel springt im Moment echt. Und dann noch mit dem Controller hier. Das ist echt, ja, nicht so einfach. Ich will mich da gar nicht so viel drüber zu beschweren, weil, wie gesagt, das Spiel macht trotzdem mega Laune. So, da Tüftlerhöhle. So, dann einmal hier, hier. Da ist schon, da auch. Und dann können wir da Tüftler-Dingsbumsmaschine hinbauen. Können wir noch nicht, weil wir haben noch keine Kisten. So, dafür brauchen wir... Wo war denn das hier? Hier, Werkstatt. Macht da fertig. So. Dann den Bauomat da rein. So, und dann können wir auch in der Tüftlerhöhle die Tüftlermaschine errichten. Entschuldigung. Sobald wir hier Kisten generiert haben. Kisten werden bekanntlich von Orks generiert. Deshalb nochmal ein Ork da rein. So, haben wir das. So, dann können wir hier weiter gehen und hier so ein Bierbrauteil hinmachen. Bin mir noch nicht sicher, welcher Ausmaß und so, aber das wird schon. So, dann kann man nochmal hier schon mal wieder welche erhöhen. Peu à peu. So, das haben wir. Das haben wir. Dann könnten wir hier so ein Mana-Teil noch hinmachen. Und daneben könnten wir hier kommt der Kerker und hier, oder? Machen wir hier die Portale für Feinde die... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Für die, Mir ist der Name entfallen. Für die Dämonen halt, aber ich glaube, die heißen Imp, ne? Ach, da habe ich noch gar nicht erforscht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, das habe ich wohl mitbekommen. Jetzt wird er aber langsam ungeduldig, ne? Der Herr Erzähler. Ja, dadurch, dass die nämlich da einen ganz großen Weg laufen müssen, haben wir ein bisschen Zeit. Da müssen jetzt natürlich dann Fallen hin. Weiß auch nicht, ob das zu übertrieben ist, aber sicher ist sicher. So, die machen das da schon. So, dann können wir nochmal ein paar Kreaturen, nochmal einen Heiler. Nochmal so ein. So ein Bungee. Ja, da brauchen wir noch mehr Feldbetten. Und hier bräuchten wir wahrscheinlich auch dann nochmal mehr Essen. So. Na
kommt, dann machen wir die Reihe auch noch. Dann soll aber gut sein. Da ist der Friedhof. Hier ist er. Da haben wir jetzt Kisten. Da können wir dann diesen die Tüftlermaschine hinstellen. Können wir immer noch nicht, aber wir brauchen 8 Kisten. Okay, warten wir noch ein bisschen. Das müssen wir erst noch erforschen, haben wir gesagt. So, Vortex. Den Lektorium brauchen wir dann auch. Zauber können wir auch gleich mitmachen. So. Ja, machen wir hier mal Mana rein. Hier machen wir das Portal hin. Also dieses für die Fernkämpfer, damit die schlafen können. Ja, da Tüftlerhöhle. So, dann gehen wir mal hier weiter zur Brauerei. So, und dann hört es hier nämlich schon auf, der Dungeon. So viel Platz haben wir gar nicht. Ich möchte immer noch eine Goldader finden. Also eine permanente halt. So ein Diamantending wäre nicht schlecht. So, Kerker müssen wir auch noch erforschen. Zahltag. Hier hoch geht's aber auch noch. Huhuhuhuhu, hier könnten wir... Nee, da ist zu offen. Da ist zu offen. Kerker könnten wir eigentlich dann hierhin machen. Der Raum wird ja gar nicht genutzt, ne? Oder befreien die die auch? So. Kerker. Und dann haben wir eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. So. Lektorium brauchen wir auch noch. Können wir hier ein Lektorium noch hinmachen? Haben wir da ein bisschen noch Platz? Platz ausnutzen. So, hier könnten zur Not noch Feldbetten. Hier kann zur Not noch Essen. Wir haben unsere 8 Kisten endlich. Dann können wir hier nämlich unsere Tüftlermaschine hinbauen. So. Haben wir das auch? So, da Mana. Hier Gold. Tja, aber sieht mau aus mit so einer Ader. Helden wollen eine eurer Bösartigkeitsinseln angreifen. Och, nö. Nö, die hab ich extra. Extra da, ne? Und so. Das können die doch nicht machen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das auch. Puh. Artet hier so ein bisschen in Arbeit aus. So, das heißt, erstmal da. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wird angegriffen. Ja, doch. Wir gehen gleich sofort raus. Noch immer war kein Kerker im düsteren Reich des namenlosen Bösen errichtet worden. Missmutig prügelte es einen seiner Schnodderlinge dazu, sich endlich ans Werk zu machen. So langsam geht er mir ein bisschen auf den Senkel. Ich mache ja und tue ja schon, ne? So. Nehmen wir mal einen Fernkämpfer. So, dann haben wir 15. So, ich möchte hier eigentlich erst gerne Fallen haben. Wenigstens diese Stacheldinger. Lektorium brauchen wir auch noch. Das wollten wir hier Feinde machen. In eurem Dungeon. Puh, hier kommt man zu nix. Und ohne Scheiß, Leute, wenn man so spielt, man denkt echt, man ist total schnell. Ich mach jetzt doch hier schon mal den Kerker. Und wenn man dann auf Uhr guckt, denkt man sich, nee, da wollte ich den nicht hinmachen. Hier wollte ich Bier hinmachen.
Ist egal, können wir auch einen Kerker hinmachen. Wenn man dann auf Uhr guckt, ist irgendwie sehr viel später, als man gedacht hat. Das beweist aber, wie viel Spaß man an dem Spiel hat, finde ich. Und das zeigt, dass es echt ein gutes Spiel ist. So. Wollte ich mal gesagt haben. So, das haben wir gesagt. Errichtet. Ja. Nun konnten Helden nach ihrer Bezwingung im Dungeon eingelagert werden. Dies war für das ruhmlose Böse nicht nur wichtig, um dem Höllenschlund seine verlangten Helden zu opfern, sondern generierte am Ende seines Aufenthalts auch noch etwas Bösartigkeit. Genau. Lass sie im Kerker schmoren und verrotten, das elende Gutmenschenpack. Ein naheliegender Wunsch der aufbrausenden Protagonistin. Das Allerbeste an der Geschichte war, dass im Kerker abnippelnde Helden auch noch zu Skeletten wurden. Das nekrotische Böse wollte dies natürlich alsbald ausprobieren. Ja, das Problem ist gerade, dass unsere Bösartigkeitsinsel verloren ist. Das heißt, wir müssen jetzt mit allen einmal nach oben. So. Das Böse wird siegen. Sind zwar jetzt alle so ein bisschen, ja, die Zombies sind wieder eingeschlagen. Oder diese Bungees. So, machen wir das nochmal. Hier steht einer. Naja, weil so eine Insel brauchen wir auf jeden Fall. Da kommen wir gar nicht drum rum. Deshalb ist das das Erste, was man irgendwie machen sollte. Die jetzt wieder erobern. Oh, Leichenstaub haben wir schon? Nee, haben wir nicht. Drei brauchen wir da. So, die war... Wo waren die jetzt? Hä? Hier unten. War das unsere? Nee. Das ist doch was ganz anderes. Das sind die Typen mit den Fußnägeln, oder? Da hatte der erste Zentaur einen seiner Zehennägel verloren. Ach, die haben wir. Wie bedauerlich. Gut, das wollte ich noch gar nicht. Das überhaupt nicht bedauernde Böse für den Höllenschlund brauchte. Also, müssen wir die einsammeln, oder... Gerüchten zufolge könnte es den Dämonen des Höllenschlunds gefallen, wenn man ihnen Schnodderlinge opfert. Oder es macht ihnen einfach nur Spaß, das ist auch möglich. Das experimentierfreudige Böse probierte dies selbstverständlich sofort aus. Der erste Held erwachte im Kerker und würde mit seinem Ableben wunderbare Bösartigkeit für das ekelerregende Böse erstellen. Hervorragend. Ach ja, außerdem mussten diese Helden auch im Höllenschlund geopfert werden. Hier musste man sich wohl entscheiden. Dem die Ohren spitzenden Bösen wurde zugetragen, dass die Dämonen des Höllenschlunds vielleicht eine Handvoll Priesterinnen des Lichts gegen eine ihrer Dämoninnen eintauschen würden. Das hörte sich nach einem äußerst interessanten Tauschgeschäft an. So viele Infos. Immer noch wandelt die Horde. Ich meine das Böse auf der Termiteninsel. Los, Völker der Allianz, vertreibt dieses Gesocks! Sonst bleiben die Touristen aus und wir können den Laden dicht machen. Ich werde an eurer Seite stehen. Also später. Ich muss leider noch etwas Wichtiges in Dollaran erledigen. Macht's gut und für die Allianz und so. Verdammt, diese feige Magierin entkommt uns. Als hätte ich es nicht gesagt. Während sich Jaina aus dem Staub machte, taten die ihr untergebenen Helden aus dem nahen Dorf das, was Helden am besten konnten. Sinnlos und mit roher Gewalt. Brachial und ohne Finesse auf den Gegner zuzusteuern. Das den Dungeon schützende Böse machte sich bereit. Als dezenter Wink mit dem neongelb leuchtenden Zaunpfahl wies der schlaue Erzähler das ratlos dreinblickende Böse darauf hin, dass die Gräber auf dem Friedhof vielleicht einen beherzten Knuff oder massive Schläge brauchten, um den wertvollen Leichenstaub preiszugeben. Sehr, sehr viele Infos. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll.
versuche jetzt hier erstmal doch wieder eigentlich zur Bösartigkeitsinsel, dass wir da genügend kriegen. Dann müssen wir hier hin. Ja, genau. Einer läuft darum. Ist in dem Fall nicht so schlimm, aber eigentlich solltet ihr eher zusammen. Wird angegriffen. Zusammenbleiben. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Verstehe. Das heißt, wir müssen zurück, ne? Wir können da gar nicht kämpfen. Wir haben nämlich nichts im Dungeon stehen. Also ab zurück. Forschen. Kreaturen. Ein. Supi. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Oh, das könnte schief gehen. Oh, lenk ihn schön ab, bis die anderen da sind. Die sind gleich da. Uff. Alle hier rein. Oha. Ein Held verschied im Kerker des unsäglichen Bösen. Tut mir voll leid. Tatsächlich war dies gar nicht so schlecht, denn anstelle des toten Helden erhob sich ein Skelett, das nun willenlos und ohne große Ansprüche dem gemeingefährlichen Bösen dienen würde. Das gucken wir uns auch später nochmal an, aber ich war jetzt hier, ich dachte jetzt echt, okay, wir nippeln jetzt hier ab. Das war recht knapp, muss ich mal sagen. Eigentlich zu knapp. Puh. Schade, dass wir jetzt die Böshaftigkeitsinsel nicht eingenommen haben, aber... Hallo? Ist das ein Held? Ach, schmeißen wir mal hier rein. Was soll schon schief gehen? Doch. Mit einem anständigen Rülpsen komme ich. Vielleicht sollten wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir ein paar dieser Elfen mit den Schwertern in den Höllenschlund werfen. Wieso? Ist das ein geheimes Rezept? Rezept? Keine Ahnung. Aber es hört sich nach Spaß an. Verdammte hellhäutige Elfen. Aber die sind doch letztlich mit uns verwandt. Diese Baumkuschel-Hippies haben mit uns Dunkelelfen nichts gemeinsam. Ich schmeiß alles mal hier rein. Hier sind Skeletts. Nö, die bleiben mal einfach drin stehen. Auch nett. Oder kommen wieder raus. Auch schön. Ja, doch. Gut. Wir brauchen weiterhin mehr Kreaturen. Und mehr Bösartigkeit. So, wisst ihr was? Wir könnten hier noch, wenn wir hier dann Fallen aufstellen. Okay, Moment. Nächste Frage. Das Teil, ja, okay. Nächste Frage. Können wir schon Fallen hinstellen? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Verstehe. Talia ist ja da, die macht das. So, wir haben nur noch ein Gubbel-Gubbel. Und keine Kisten mehr. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, doch. Bisschen überfordert hier. Oh, das war Talia. Ich komme wieder. Okay. So, mehr Essen. Hui, so. Und wir haben immer noch keine Goldadern, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Und wir haben auch noch kein Bier. Moment. Erstmal hier Schurkin. Kann man hier reinschmeißen? Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Aha. Ein Schurkin ist ein Held. Interessant. So, wir brauchen aber auch noch hier Bier. Werkstatt, Baumarkt brauchen wir nicht.